Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin zurück und wir spielen jetzt einfach mal ein Ründchen Hearthstone. Und zwar ist, glaube ich, der derzeitige Quest, zwei Spiele mit Druiden oder, ja genau, Druiden oder Schurken zu spielen. Und ich bin hier gerade meinen Schurken am Hochleveln. Ich sag gleich dazu, ich bin in Hearthstone noch relativ noobig. Das heißt, wenn ihr jetzt die absoluten Pro-Plays erwartet, dann bitte wieder abschalten, weil, läuft bei mir nicht. Deprimierenderweise. Und ich habe irgendwie Overwolf noch an. Noch deprimierenderweise. Nervt ein bisschen, weil brauche ich nicht. Hallo? Gehst du irgendwie aus? Ach, aber wir können ja auf jeden Fall mal die FPS-Anzeige ausmachen, denn ich glaube, die brauchen wir noch weniger. So, mein Schurken. Ich bin, wie gesagt, süße Level 7 mit meinem Schurken und denke aber trotzdem, dass das relativ in Ordnung geht. Und sobald wir den Gegner gefunden haben, geht's los. Ich habe kein komplettes Schurkendeck, wie ihr wisst. Weil Level 7, habe also noch nicht mal die ganzen Basiskarten. Und bin auch so noch relativ schlecht. Aber ich denke einfach mal, wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Valera! Gegen Malfurion! Ein Dudu! Ich muss die Wildnis schützen. Ja, die Wildnis schützen ist auf gut. Der so, wir kriegen eine weitere Karte und was haben wir hier? Wir haben die Windzornharpie, die ich übrigens sehr, sehr gerne mag, weil die Windzornharpien ja einfach die Windzorn doppelt angreifen kannst. Die mag ich recht gerne, den finde ich super und ja. Aber die beiden haue ich trotzdem nochmal raus. Weil, was will ich mit drei Fünferkarten auf der Starthand? Braucht kein Mensch. Die Einerkarte ist ganz in Ordnung. Plus, wir kriegen die Münze. Das heißt, wir kriegen einen Mana-Kristall dazu. Ich versuche, möglichst viel zu erklären. Einfach aus dem Grund, weil ich... ich versuche einfach möglichst viel zu erklären aus diesem Grund, weil ich gerne auch den Leuten, die das Spiel nicht so kennen, die Möglichkeit geben möchte, dass wir hier ein bisschen, dass ihr ein bisschen durchsteigt. Und ich werde jetzt einfach die Karte spielen, fügt dem feindlichen Helden Platz. Ist jetzt nicht die beste Ein-Mana-Karte, aber habe ich gerade auf der Hand gehabt, ist in Ordnung. Ein Angriff, eine Rüstung, ich kriege eine Nase. Das macht nichts. Ist in Ordnung. Was ziehen wir hier? Das ist natürlich wieder super genial. Wir ziehen eine Sportkarte. Was ihr wollt! Und, können aber halt nichts weiter machen. Aber trotzdem, ich liebe Sportkarten. Ich habe so viele Sportkarten, und es ist ein verdammt schwieriges Wort, in meinem Deck. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Dinger wirklich. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Er haut meine Sportkarte und drückt mir doch nochmal Damage rein. Er darf aber, glaube ich, eigentlich nicht mehr moven. Genau. Ich wollte gerade sagen, also nochmal moven dürfte er eigentlich nicht. So. Ich denke mal, wir benutzen den Seher. Meine Augen sind offen. Das Schöne daran ist, sie stellt sowieso nochmal drei Leben her. Und... dann geht's weiter. Er hat Overlife. Das ist ein bisschen blöde. Macht auch so gesehen nicht so den Spaß, wenn er dann diesen Overlife hat. Die Oasenschlupferkarte finde ich total für... you know what I mean? Aber was soll's? Ich will jetzt noch, was ich tue. Ja, ich könnte... Wir nehmen... Wir stehen... Geht hinter mir in Deckung. Ich sage immer Sport. Es heißt aber Spott. Ich muss mir das mal angewöhnen, dass es Spott heißt. So. Stopp dann. Wichtig ist, seine Rüstung muss ganz dringend weg. Und die beiden Karten... Gut, die ist eine 7er Life-Karte, macht aber auch nur 2 Damage. Das Problem ist, sie hat halt 7 Leben, was halt... bei Bedarf mit einer ordentlichen Buffkarte nochmal, keine Ahnung, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht werden kann. Und das ist echt unschön. Ich warte noch darauf,
dass er irgendeine... Die Tore sind geöffnet. ...eine dicke Karte rausholt, die ich mit meiner 5er Attentatskarte vernichten könnte. Da er seine Karte gerade selber umhaut. So, wir haben jetzt hier... vernichtet einen feindlichen Diener. Ja, also, theoretisch, ich überlege halt gerade. Ich könnte theoretisch die Karte spielen und den Spott raushauen, hab dann aber, verliere dann allerdings ich auch meinen Spott. Ich frage mich, ob... Er würde aber auch seinen Schnapper verlieren. Ich mach das jetzt. Dich? Oh. Weg. Ich übernehme das. Geben dir das? Natürlich. Und geben dir den. Job's done. So, er hat jetzt nur die Möglichkeit, er kann mit seinem Oasenschnapper oder mit seinem Dudu, muss er meine Spottkarte angreifen. Fakt ist, theoretisch, er haut entweder sich 5 Damage rein oder seinem Oasenschnapper 5 Damage rein. Außer also er kriegt eine Karte, wo er mal eben 5 Life bekommt. Okay. Alles ganz gechillt hier. Und zwar brauchen wir unbedingt, weil er jetzt echt eine dicke Karte ausgepackt hat, die zweite Spottkarte. Das Ding! Spott! Ja. Spott! Spott! Mann! Und ich würde einfach sagen, wir nehmen auf die Waffe. Haben einen Angriff. Los geht's! Hauen ihn damit. Natürlich. Hauen ihn damit nochmal. Dann. Der Punkt ist, ich bin sehr, sehr schlecht, was das Overboard View angeht. Also ich habe sehr, sehr, sehr schlecht. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Ich habe keinen guten Karten-Advantage schmeißen, beziehungsweise ich habe gar kein Karten-Advantage schmeißen. Und das ist relativ optimal. Trotzdem liegen wir gerade mehr oder minder vorne. Und, jo. So, ich könnte jetzt natürlich... Ich glaube, ich stehe... Und... Hau erstmal ihn raus. So. Jetzt habe ich natürlich noch sie hier. Für Nasjata. Tada. Los geht's. Und würde einfach mal die Oberrüstung raushauen, weil Rüstung ist immer. Ich kriege auch gerade wirklich keine guten Karten. Ich habe noch eine bessere Waffe im Deck. Ich habe noch so eine Attentatskarte im Deck. Ich habe einige Karten im Deck und er möchte sie mir einfach nicht geben. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Aber wir haben auch noch Zeit. Das Spiel ist noch jung. Alles ist noch drin. Oh je, ich ahne ganz Schlimmes. Du Kernhund. Natürlich, ein Kernhund. Ja, natürlich, ein Kernhund. Ja, na klar. Okay, jetzt wird es brenzlig. Ah, eine Sportkarte. Die kommt mir wie gerufen. Einsatzbereit. So. Hallo, Witzhorn, hab ja. Und, ich spiel die noch. Ganz genau. So, ich überlege gerade. Damage Reduce. Der bessere Damage Reduce wäre, wenn ich... So, dass ich überlege. Wo soll ich zuschlagen? Die Karte umhaue. Das heißt, er muss seinen Kernhund definitiv in meinem Spot wasten. Das heißt wiederum, er kann mir diese neuen Damage nicht mir reinpratzen. Mein Spot ist dann tot. Aber... Ich habe dann 12 Schaden und würde ihn damit besiegen. Heißt so viel wie, wenn er jetzt keinen Monsterzug macht, habe ich das Spiel gewonnen. Das Problem ist, er hat 3 Karten auf der Hand. Ich weiß nicht, ob da nicht noch ein... Ja, okay. Und da ist der Monsterzug. Ganz genau. Das ist der Monsterzug, den ich meinte, weil ich jetzt den neuen Damage reinbekomme.
hätte schlimmer kommen können. Was hält die Zukunft bereit? Los geht's. Sekunde mal. Doch. Ist hier schon? Und du kriegst auch noch eine drauf. Weil ich musste gerade überlegen, ich musste diesen Kernhund wegtun. Irgendwie, dieser Kernhund musste weg. Das Wildtier ist nicht so weiter wild, hat keinen Ansturm, hat nix. Er kann mir jetzt so seine Heldenfähigkeit geben. Und, ja, wie gesagt, ist nur halb so wild. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Ihr wisst genau, was wir jetzt tun, oder? Schnack, schnack. Ich sehe euer Ende. Los geht's. Und wir... Das kann ich nicht tun. ...werden natürlich wieder unseren Angriff reinnehmen. Immer wenn ich irgendwie Mana-Kristall überhab, benutze ich die Waffe. Er hat einmal Ansturm, macht aber auch nichts, weil er kriegt den Windzorn nicht weg. Nee, kriegt er nicht weg. Also Kalla kriegt er nicht tot, definitiv nicht. Und er hat jetzt nicht mehr so viel Leben. Wenn er das jetzt, wenn er sich jetzt auf meinen Windzorn-Gnom, glaube ich, das ist, keine Ahnung, irgend sowas, Scharfseher, Fremdräumer. Ich kann die Karten alle nicht. Wenn er sich da jetzt draufstürzt. Hat jemand den Arzt gerufen? Das würde ihm einfach ich mal. Sehe euer ich sehe euer Ende. Los geht's. Stopp dann. Ich kriege aber gerade keine hohen Karten. Und das nervt. Das nervt wirklich. Wenn er jetzt ich gebe nicht. Okay, alles klar. Gut gespielt. Es ist so laut. Das war der Sieg des Tages für meine Schurkin. Wir brauchen nur noch einen zweiten. Und ja, ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wer sich mit Hearthstone gut auskennt und vor allem im Bereich der Schurkin, der kann mir einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.